Eine junge Frau beim Spaziergang an der Spree in Berlin. Die 28-jährige Hanna Blumroth. Dass sie heute hier steht, grenzt an ein Wunder. Denn sie war dem Tod schon ganz nah. Heute sprüht sie vor Lebensfreude. Also mir geht's sehr gut. Ich habe überraschend wenig Tiefs, muss ich sagen. So, dass es mich manchmal schon erschreckt, dass ich denke, boah, dir ging es jetzt einfach schon viel zu lange so gut, dass bestimmt passiert bald irgendwas, dass es dir nicht mehr gut geht. Denn vor 9 Jahren wäre sie fast gestorben. Damals wog Hanna Blumroth nur 35 Kilogramm, bei 1,62 Meter. Wir zeigen ihr heute die Bilder von damals. Wie finden Sie das, was Sie sehen? Also ich finde schon, dass es dünn ist oder eher schlank. Aber ich würde es jetzt nicht als krankhaft dünn bezeichnen, wie mich andere wahrscheinlich beschreiben würden. Sie erträgt diese Bilder nur schwer. Was ist das, was dir gerade so nahe geht? Ich weiß es gar nicht. Ach, ist halt schon sehr dramatisch. Also ja, ich sehe schon natürlich, wie krass benüchtert bin, aber das hat mir wieder, weiß ich, mir auch so ein Flashback gerade, ja. Ich glaube, dieses, wo ich vor dem Spiegel stehe und wie ich so extrem dünn bin auch. Also gar nicht, weil ich das jetzt so furchtbar finde. Also irgendwie ist trotzdem auch noch was Ästhetisches, aber andererseits auch viel zu dünn und irgendwie, ja. Ja. Im April 2011 treffen wir Hanna Blumroth zum ersten Mal. Sie ist 19 und hat an Stern TV geschrieben. Damals leidet sie bereits seit 4 Jahren an Magersucht. Mehrfach steht sie kurz vor dem Tod. Ich sehe halt auch, wie tot meine Augen da sind. Also ich habe halt riesengroße blaue Augen, aber die sind komplett tot. Da kommt irgendwie gar nichts so raus. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt immer total strahlende Augen habe, aber man sieht so richtig in meinen Augen, wie traurig und lebensmüde ich bin. Ja. Hanna Blumroth ist damals Abiturientin. All ihre Schulfreundinnen haben Pläne für die Zukunft. Sie wissen, Hannas Denken kreist nur ums Hungern. Man ist da so wütend einfach drüber, weil man sich denkt, was hat sie denn danach? Sie macht ein gutes Abitur, aber sie ist krank. Sie wird nicht eigenständig leben können. Das wird sie nicht können. Falls sie studieren gehen kann und das überhaupt noch schafft, sie wird nicht eigenständig leben können. Das funktioniert nicht. Und mit 19, fast 20 Jahren dann, da ist man sauer drüber, weil sie ist ein toller Mensch. Wie ist das jetzt für Sie? Schwierig. Warum? Ja, weil sie eigentlich die Wahrheit sagt. Ich denke dann immer so, ich mache jetzt mein Abitur und eigentlich freue ich mich total auf meine Zukunft. Und ich habe auch eigentlich recht viele Pläne, so, was ich gern machen würde. Und dann denke ich wieder darüber nach, dass es eigentlich überhaupt nicht klappen kann. Bilder aus glücklichen Zeiten. Hanna wächst behütet auf. Doch mit 15 beginnt sie exzessiv Sport zu treiben und zu hungern. Mit 32 Kilogramm klappt sie schließlich zusammen, wird zwangseingewiesen in eine Klinik, muss ihren 18. Geburtstag dort verbringen. Und ganz oft habe ich mir da gewünscht, lieber tot zu sein als in der Klinik. Was hast du vor? Mit 19 Jahren hat Hanna ein wenig zugenommen, lebt wieder zu Hause. Aber das Thema Essen führt noch immer zu Konflikten. Hanna, noch kleiner geht's wirklich nicht mehr. Jetzt mach was auf die Gabel und mach voran. Das, was ich dir vorhin zurechtgelegt habe, das wird gegessen. Ein Stück für Stück. Hanna? Boah, jetzt schieb das da nicht so hin. Das hatte ich dir eben zurechtgelegt und das wird gegessen. Dann hatte ich ein halbes Stück Fisch. Hanna, wenn du jetzt anfängst, hier mit mir zu diskutieren, dann knallt's.
3 Uhr morgens. Hanna hat Hunger. Am Tag habe ich das Hungergefühl total gerne. Aber nachts ist es schrecklich, weil man einfach nicht einschlafen kann. Man liegt dann nachts im Bett und hat einfach tierisch Hunger. Dann isst sie Eiswürfel mit ein paar Kuchenkrümeln drin. Denn Eiswürfel haben keine Kalorien. Also ich würde sagen, dass ich viel drogenabhängiger bin. Ich bin einfach richtig süchtig. Ich bin süchtig nach diesem Hungergefühl. Süchtig nach den Gedanken und ich halte auch einfach immer noch daran fest. Also am liebsten, das ist einfach so, ich hasse diese Krankheit wie die Pest und ich liebe sie. Also es gibt halt immer diese zwei Seiten. Einmal die Woche muss Hanna sich wiegen. Durch den Abi-Stress hat sie abgenommen. Jetzt nimmt sie ganz langsam wieder zu. 34,4. Ihre Mutter überprüft das Gewicht regelmäßig. Das Niedrigste, was ich hatte, waren 28 Kilo bei der gleichen Größe. Klar war das lebensgefährlich. Also ich hätte wahrscheinlich jeden Moment tot umkippen können. Da ging es mir aber halt so schlecht, dass ich es irgendwie auch teilweise herbeigesehnt habe, dass ich endlich tot umfalle und der ganze Scheiß ein Ende hat. Nur dass ich jetzt natürlich denke, Gott sei Dank bin ich damals nicht tot umgefallen. Heute hat Hanna Blumroth die Waage tief unterm Schrank versteckt. Vor unserer Kamera will sie sich allerdings nicht wiegen. Ja, so richtig zufrieden bin ich eigentlich nie. Also wenn es nach mir ginge, würde ich schon auch lieber ein paar Kilo weniger wiegen. Aber es ist nicht so, dass es meine Lebensaufgabe, meine Tagesaufgabe ist, deswegen jetzt die paar Kilos abzunehmen. Sondern wenn ich jetzt abgenommen habe ein bisschen, dann freue ich mich auf jeden Fall voll drüber. Aber wenn es nicht so ist, ist es auch vollkommen in Ordnung. Ihr aktuelles Gewicht verrät sie uns trotzdem nicht. Juni 2011. Vor 2 Tagen hat Hanna Abitur gemacht. Jetzt geht sie in die psychosomatische Klinik in Prien am Chiemsee. Auf die Station für Essgestörte. Es ist bereits ihr 4. Therapieversuch. Eingangsuntersuchung. Ihr Gesundheitszustand ist lebensbedrohlich. Seit 4 Jahren bangt Angelika Blumroth um das Leben ihrer Tochter. Jetzt ist sie emotional am Ende. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob sie es auch schafft. Davor habe ich auch Angst. Ich hoffe, dass sie es nicht abbricht und dass sie die ersten Wochen gut durchhält. Wenn sie die schafft, dann fühle ich mich auch sicher. Aber aus meinen letzten Erfahrungen eben weiß ich, wie schwer die Zeit jetzt ist, die auf sie zukommt. Und da hoffe ich halt von ganzem Herzen, dass sie stark genug ist, das durchzustehen. Sie tut mir so furchtbar leid. Und ich bin die Mutter und ich kann ihr noch nicht mal helfen. Ja, klar, dass es mir natürlich auch so viel so leid tut, was ich ihr da angetan habe. Aber ja, dass man quasi selber gelitten hat und die Leute um einen herum auch gelitten haben. Also wenn man jetzt noch zurückdenkt, ist natürlich auch, dass ich die Hände beim Kopf zusammenschlage und denke, meine Güte, dass ich da alles angetan habe. 3 Monate werden Mutter und Tochter getrennt sein. Ich kann auch nicht mehr. Kannst du auch nicht. Und du hast keine Wahl, Anna, außer zu sterben. Und ich glaube nicht, dass du das willst, oder? Ich will, dass du lebst. Eine Woche später, 6 Uhr früh. Es ist der schwerste Gang für Hanna, der Gang auf die Waage. Mit 31 Kilogramm ist sie hier angekommen. Haben Sie zugenommen? Ja, also zu gestern ist es gleich, aber sonst zum Anfang schon, ja. Wie fühlen Sie sich damit? Ja, nicht so gut. Also ich weiß ja, dass ich zunehmen muss, aber die Zahl erschreckt einen immer. Hanna führt für uns ein Videotagebuch. Ich bin ziemlich fertig, habe Herzrasen und Übelkeit und ja, muss mich, glaube ich, erstmal an alles gewöhnen.
Meine Stimmung wird etwas besser, aber es ist immer noch extrem horrormäßig. Und jetzt bekomme ich ein Antidepressivum, also Medikamente dafür, dass es mir besser geht. Die wirken aber erst nach 2 bis 3 Wochen. Es ist nicht das Gefühl von Stolz, sondern eher Erleichterung, dass ich es halt endlich mal geschafft habe, die ganze Portion mittags zu essen. Ich habe ein Entlassdatum. Ich möchte es auf jeden Fall schaffen. Ich will es schaffen. Ich will es schaffen. Ich will es schaffen. Und nicht wieder abnehmen, sondern Gewicht halten. Mit 31 Kilogramm kam Hannah in der Klinik an. Jetzt wiegt sie fast 10 Kilogramm mehr. Ein Riesenfortschritt. Nach 3 Monaten in der Klinik reist Hannah Blumroth endlich wieder nach Hause. Voller Hoffnung. Hallo, meine Süße. Doch gesund ist sie noch nicht, wie sich zeigen wird. Diesen berühmten Klick im Kopf, den gibt's halt nicht. Also es ist halt wirklich ein Prozess, der sich über Jahre hingezogen hat. Und das hat sich dann irgendwie so nach und nach, ist das mal besser oder mal schlechter geworden oder gewesen. 5 Monate später treffen wir Hannah wieder. Sie hat einen Studienplatz für BWL ergattert. In München. Sie zieht dort in eine therapeutische Wohngruppe. Dort zeigt sich, anders als behauptet, hat Hannah ihr Gewicht nicht gehalten. Seit Verlassen der Klinik hat sie fast 3 Kilo abgenommen. Und Hannah bricht die Regeln der Wohngruppe. Sie nimmt nicht zu, verweigert sich gemeinsamen Mahlzeiten und auch dem betreuten Kochen. Am Ende muss sie gehen. Eine Odyssee beginnt. Hannah zieht von einer Therapieeinrichtung direkt in die nächste. Doch auch hier muss sie nach nur 2 Wochen wieder gehen. Sie nimmt sich ein Privatzimmer. Wieder 2 Wochen später, Umzug in ein Münchner Studentenwohnheim. Hier ist Hannah erstmals gezwungen, sich um sich selbst zu kümmern. Und ausgerechnet hier nimmt Hannah langsam an Gewicht zu. Ihr BWL-Studium entpuppt sich als Fehlentscheidung. Sie bricht es ab und geht zurück nach Hamm. Acht Monate später. Hannah Blumroth sieht gesund aus. Doch sich zu wiegen fällt ihr schwer. Hannah, wie viel wiegen Sie? Sage ich nicht. Ist das ein gutes Gewicht? Mm-mm. Warum? Zu viel. Aber Sie haben eigentlich lange daran gearbeitet, viel mehr zu wiegen. Ja, ich habe schon damit gerechnet, aber es ist trotzdem irgendwie ein Schock. Hannah Blumroth vergangene Woche in einem Berliner Supermarkt. Die 28-Jährige liebt es inzwischen, Lebensmittel einzukaufen. Vor allem Gemüse, Salat und Eiweiß. Aber sie hat noch immer Regeln für sich. Ja, also beim Einkaufen kaufe ich immer irgendwie das Gleiche und gucke auch schon irgendwie auf die Kalorien. Aber trotzdem würde ich sagen, dass ich alles esse. Also ich habe zum Beispiel noch nie Nudeln eingekauft, noch nie Pizza eingekauft. Also es gibt so Sachen, die ich einfach noch nie eingekauft habe. Aber ich würde mir auch niemals selber Nudeln zubereiten. Abends kocht Hannah Blumroth. Sie lebt in einer Wohngemeinschaft. Aber in der WG-Küche bereitet sie ihre Mahlzeiten in der Regel nur für sich selbst zu. Denn ihr Speiseplan ist speziell. Tatsächlich esse ich jeden Abend eigentlich das Gleiche. Meistens Rosenkohl und Ei. Also meistens ein ganzes Ei und 2 Eiweiß noch dazu. Ich esse halt super gerne Eier, aber wenn ich jetzt von allen Eiern auch das Eigelb noch dazu nehmen würde, dann wäre trotzdem auch immer noch irgendwie ein bisschen der Kaloriengedanke dabei. Und so kann ich halt ohne schlechtes Gewissen viel Ei essen und trotzdem aber mich danach nicht unbedingt mies fühlen oder so. Hannas immer gleiches Essen mag eintönig wirken, aber immerhin isst sie, bis sie satt ist.
Also ich habe überhaupt nicht die Angst, dass ich irgendwann rückfällig werde, auch wenn ich weiß, dass es natürlich der Fall sein kann. Aber zum jetzigen Zeitpunkt geht es mir halt so gut, dass ich mir das halt auch nicht vorstellen kann, dass es passieren könnte. Hannah Blumroth hat ein Buch geschrieben über ihre Magersucht. Sie möchte damit anderen Betroffenen helfen. Und sie arbeitet inzwischen als Sozialarbeiterin im Problembezirk Marzahn-Hellersdorf. Hier berät sie mit einem Team Menschen mit psychischen Problemen bei Drogensucht und Alkoholmissbrauch. Ihre eigenen Erfahrungen als ehemals Essgestörte helfen ihr dabei. Wenn man ein gewisses Maß an Stabilität entwickelt hat, kann man auch einfach die Probleme oder bestimmte Probleme von Klienten viel besser nachvollziehen und auch ganz andere Hinweise geben. Aus einer anderen Perspektive, die man sonst, wenn man nur theoretisch über bestimmte Störungsbilder oder Probleme was gelernt hat, gar nicht so nachfühlen kann. Und das kann eine unglaubliche Stärke sein für die Arbeit hier. Nach der Arbeit trifft Hannah Blumroth ihre Freunde an der Spree. Sie kennen sich alle aus Bielefeld, wo sie gemeinsam studiert haben. Bei ihnen ist Hannah nicht mehr die Magersüchtige, sondern einfach Hannah. Mein erster Eindruck von Hannah, auf jeden Fall lebefrau und verrückt. Ich schätze halt an Hannah einfach, dass sie so, ja, wenn man für einen da ist, dann halt auch so total reflektiert irgendwie. Also da merkt man dann auch einfach, wenn man sich halt, ja, schon viel mit sich selbst halt auseinandergesetzt hat, ne? Hannah Blumroth, 28 Jahre alt, erfolgreich im Job, glücklich mit ihren Freunden. 9 Jahre lang haben wir sie begleitet. Von 100 Magersüchtigen sterben 15. Hannah hat überlebt. Wenn ich die Zeit zurückdrehen würde, würde ich, glaube ich, trotzdem das auch alles wieder so, das klingt hart, aber so haben wollen. Meine Mutter wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil es halt wirklich eine krass harte Zeit war und auch fürchterlich. Aber trotzdem mir das im Nachhinein gesehen für meine jetzige Zeit so viel gegeben hat. Es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, ich habe irgendwie voll meine Jugend versaut und die ganzen Jahre sind verloren gegangen, sondern mir das alles so viel gegeben hat für das, was jetzt ist. Ja.